Ich glaube, diesen Jahr zum dritten Mal dabei. Wir haben eine Kategorie, das ist aber keine Verleihung eines Big Brother Awards, das ist die Kategorie Neusprech. Dafür wird kein Big Brother Award verliehen, ist aber trotzdem eminent wichtig, hinterzuschauen, was die Sprache uns da teilweise vorgaukeln will. Da gibt es zwei ausgewiesene Experten. Martin Hase, Professor für Linguistik in Bamberg, und Kai Biermann ist Ressortleiter bei Zeit Online. Beide sind naturgemäß stark fixiert auf die Sprache bei ihrer Arbeit. Und sie haben feines Gespür dafür, was sich in unserer Sprache da so einschleicht und auch schleichend verändert. Man mag sie vielleicht als Sprachdetektive bezeichnen. Sie spüren auf, wenn neue Begriffe verwendet werden, die ihre eigentliche Bedeutung verschleiern. Also der Sprachwolf im Schafspelz oder so ähnlich. Wir freuen uns auf einen weiteren Beitrag in diesem Jahr zum Thema Neusprech. Kai Biermann bedauert, dass er heute leider nicht dabei sein kann, weil seine Tochter arg krank ist. Da haben wir natürlich Verständnis für. Aber Martin Hase wird das hervorragend machen, Professor für Linguistik in Bamberg. Herzlich willkommen. Ja, das Wort, das in diesem Jahr ansteht, ist etwas, was uns wirklich nackt macht. Wir können ja viel über uns verraten in Gesprächen, aber was verrät, was wir denken, planen und tun wollen, das sind unsere Metadaten. Und Metadaten ist eben genau dieses Wort, um das es geht. Geheimdienste und Regierungen beteuern ja immer wieder, dass sie sich nicht für unsere Daten interessieren, sondern nur für Metadaten. Als ginge es dabei um völlig Irrelevantes, nachgerade um Datenabfall, der sowieso bei jeder Datenübertragung anfällt und im Gegensatz zu den richtigen Daten nicht besonders schützenswert sei. So sagt US-Präsident Barack Obama, niemand hört mit nach Bekanntwerden der Snowden-Dokumente und wollte damit alle beruhigen. Was für eine Lüge. Das griechische Präfix Meta bedeutet nach oder jenseits. Wörtlich sind also Metadaten Nachdaten oder jenseitige Daten. Im Deutschen wird das Präfix jedoch meistens verwendet, um anzuzeigen, dass es sich um etwas handelt, das auf einer höheren Abstraktionsebene anzusiedeln ist. In diesem Fall Daten über Daten. Das sind eben jene Daten, die benötigt werden, um Informationen zu übermitteln. Wer schickt was und wie viel, wie oft, wohin? Wo befindet er sich dabei? Welche Geräte benutzt er dazu? Wie lange dauert das alles? Die Metadaten sind für die Kommunikation essentiell. Ohne sie könnten wir gar nicht digital kommunizieren. Spätestens seit Edward Snowden wissen wir, dass Geheimdienste Metadaten abschnorcheln, speichern und auswerten, wo sie nur können. Denn Inhalte sagen, was wir sagen. Metadaten aber sagen, was wir tun, was wir denken, was wir vorhaben. Sie enttarnen uns und unsere Pläne, ohne dass wir es merken. Metadaten erlauben es, soziale Netzwerke zwischen Menschen aufzudecken, die Standorte von Menschen zu ermitteln und Bewegungsprofile zu erstellen. Statt sie wie Abfall zu behandeln, den jedermann aufsammeln kann, müssten sie mindestens ebenso gut geschützt werden wie die Inhalte unserer Kommunikation. Denn sie sind ganz und gar nicht jenseitig, wie das Präfix andeutet, sondern eben schützenswerte Daten. Außer den Überwachten scheint daran aber niemand Interesse zu haben. Was sich unter anderem daran zeigt, dass die große Lüge von den harmlosen Metadaten auch sprachlich aufrechterhalten werden soll. Das Synonym Verbindungsdaten macht nicht im Ansatz klar, wie umfangreich und aussagekräftig eben solche Metadaten sind. Aber auch Verbindungsdaten reicht jetzt schon nicht mehr als Verschleierung von Metadaten. Jetzt spricht man auch von Rahmendaten. Das ist offenbar das neue Ersatzwort. Für den Versuch, die flächendeckende Überwachung sprachlich zu verheimlichen, erhält der Begriff Metadaten eben einen Big Brother Award 2014. Ja, lerne ich noch mitten in der Veranstaltung dazu. Gibt es da inzwischen also doch auch einen Big Brother Award dafür. Danke, Martin Hase.